Wir sind heute im Görtler-Gymnasium in Paderborn zum ZTI-Roboterwettbewerb. Es geht darum, dass 10 Teams mit ihren Lego Mindstorms-Robotern gegeneinander antreten, um ihre Sieger zu ermitteln, die sich automatisch für den Regionalwettbewerb und dann vielleicht sogar für das ZTI-Landesfinale qualifizieren. Und wie sowas funktioniert, das zeigen wir euch heute. Also ich habe mir 2014 so ein EV3 gewünscht. Zu Weihnachten, und da bin ich in so eine Robotergruppe gegangen und ich fand das richtig cool, habe ich erfahren, dass es bei uns in der Schule das auch gibt, und dann bin ich dann so dazu gekommen und es macht mir auch weiterhin sehr viel Spaß. Und was genau macht dir Spaß, was begeistert dich so doll daran? Also vor allem, dass man halt zu diesen Wettbewerben halt fährt und dieses Programmieren, dass man immer neue Herausforderungen kriegt. Dass man das so selber programmieren kann und man nicht einfach nur ein fertiges Teil hat und das einfach nur rumfahren lassen kann, sondern dass man auch selber bauen kann und programmieren kann und auch selber was dran machen muss und nicht einfach nur ein Fertigteil hat. Dass man selbst beim Lego Mindstorm halt eben seine Roboter selbst kreieren kann, mit dem Lego und so selbst programmieren kann und halt alles selbst machen kann, was man will. Das ganze Team wird halt auf die Probe gestellt gegen andere Teams. Und dann ist das alles immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das ist ganz cool, dann zu sehen, ob wir auch das geschafft haben, was wir uns erhofft haben. Und dieses Programmieren, dass man immer neue Herausforderungen kriegt, Linienverfolger und so weiter. Und das immer genauer werden muss. Und dann klappt mal was nicht, dann muss man ganz schnell handeln. Also das finde ich immer sehr spannend. Auch es kommt ja immer wieder viel mehr künstliche Intelligenz und das geht halt auch so mit. Es kommen immer mehr neue Sachen rein und das ist halt auch das Coole. Du kannst das machen, was du möchtest, kannst eigene Sachen erstellen. Das ist eine der wichtigen Sachen, denn heute läuft ja so vieles mit Sensoren, dass man da schon wirklich sagen kann, es ist gut, dass man dann so ein bisschen was darüber kennt und auch vielleicht die Technik steuern kann dann dabei. Und kannst du dir vorstellen, auch beruflich irgendwas mit Robotern in die Richtung zu machen oder IT? Ja, IT, also mit Robotern generell. 3, 2, 1, los. Also nicht genau das als Job würde ich nicht machen, sondern eher was anderes. Nee, ja, schon etwas mit Robotern, aber nicht das. Also mit Robotern generell jetzt nicht so ganz, aber also ich mache das jetzt eher als Hobby so. Also ich würde mir das jetzt nicht so als Job für später so vorstellen. Vielleicht nur IT, aber mit Robotern jetzt nicht so im ganzen Bereich. So im Computerbereich, im Informatikbereich auf jeden Fall. Da könnte ich mir was vorstellen. Bei Mindstorms, ich weiß nicht, ist halt schwer, so einen Beruf damit zu finden, aber in die Richtung könnte es gehen, ja. Naja, eigentlich steht im Vordergrund, dass die Kinder den MINT-Bereich ein bisschen kennenlernen, dass sie merken können, ob ihnen das Spaß macht, dass sie später im Beruf vielleicht auch was in die Richtung machen. Aber was ich besonders schön finde bei diesen Wettbewerben, ist auch, dass sie lernen, im Team zusammenzuarbeiten. Und das hilft im Leben doch ein bisschen weiter.